meine Lieben, ein herzliches Willkommen. Alle Fußballfreunde schneiden sich wieder an. Es geht wieder los. Es ist der erste Bundesligaspieltag. Unser erstes Pflichtspiel zu Hause im heimischen Stadion. Und wir wollen natürlich gleich wieder ein Zeichen setzen. Wir wollen Ausrufezeichen setzen vom Allerfeinsten hier in der Bundesliga gegen doch einen etwas schwächeren Bremer. Eine Bremer Mannschaft. Miliz hier im Tor bei Bremen, der ja schon mal gleich hinlangt und die Pille hält. Einen Ex-Bremer haben wir ja auch bei uns in der Mannschaft. Ich glaube, Felix Gillen haben wir von Bremen geholt, wenn mich nicht alles täuscht. Entschuldigt, wenn ich jetzt falsch liege. Alaba gegen Arnautovic. Wir gucken mal, wie wir reinkommen. Bis jetzt war alles gut. Wir sind aber nicht gänzlich fit. Also uns fehlt so ein bisschen die Fitness, möchte ich mal behaupten. Die Jungs müssen da ein bisschen Gas geben. Beziehungsweise wir müssen noch ein bisschen mehr rotieren, um den Jungs auch noch Druck zu machen. Hier haben wir doch nicht gleich eine Verletzung, oder? Gelbe Karte hier, Arnautovic. Unser Rodriguez, einer unserer wichtigsten und besten defensiven Akteure. Da geht er rein, Alter, der Berserker. Naja, typisch. Typisch Arnautovic. Gut, okay, also, wir gehen rein. 8 Minuten sind gespielt. Und ich würde sagen, es wird Zeit für das erste Tor, ne? Tim Davids. Toll aufgelegt auf hier. Alaba, oh, wird auch wieder gefoult. Beziehungsweise geht er gut rein, grätscht in den Ball weg und Brocci kann jetzt hier erstmal vorwärts gehen. Toni marschiert schon wieder nach hinten, unser Kapitän, und guckt, was passiert. Ignowski. Brocci. Ja, Lichnowski kommt nicht richtig ran da. Abdelau und Davids und Rodriguez machen da eigentlich zu gegen Arnautovic. Rodriguez stört super und spielt den Ball erstmal ins Aus. Gibt uns wieder Zeit, uns zu sortieren. Manndeckung zu forcieren und dann passt es auch. Abdelau. Wieder Rodriguez, wieder richtig stark. Jetzt Kontermöglichkeit für den FC Bayern München. Über Toni Kroos gegen Brochi. Der liegt in die Mitte. Nochmal zu Bender. Bender rüber zu Jorginho. Wijnaldum, der Dribbelstar, der Künstler. Wijnaldum ist vorbei an Brödel. Wijnaldum, Jorginho, Wijnaldum. Oh, hat der Bock. 16. Minute. 1:0 für den FC Bayern München. Jorginho, Wijnaldum. Und wir sind super gestartet in die Bundesliga-Saison. Richtig stark hier. Das Dribbling, das Solo. So muss das aussehen und dafür haben wir ja diese Superstars. Dafür haben wir ja diese Kräfte geholt und aufgebaut und noch verfeinert. Für solche Aktionen lieben wir sie. Und das Ganze für dich wieder. Alaba. Und Miliz diesmal so unten. Der wollte wieder ins kurze Ecke reinschieben. Der war ja richtig stark in den ersten Partien. In den ersten Pflichtpartien im Supercup sowie auch im Pokal. Alaba sogar mit einem Hattrick im Pokal. Gegen den doch ein wenig überforderte Berliner oder Unioner aus Berlin. Toni Kroos jetzt hier erstmal. Kommen wir mal. Gegen Ignowski bleibt Sieger. Schade. Hand. Monet Paquet. Lichnowski. Hand rüber auf Arnautovic. Vorsicht, Rodriguez muss da wieder ran. Stört gut. Den Davids ebenfalls. Da stehen sie souverän in der Defensive. So muss das aussehen. Kroos, Ignowski. Hand. Bender, Vorsicht, Hand ist durch, abgefälscht, super gemacht und Gillen, der junge Nachwuchsstar hier, kann jetzt gleich mal den Ball verteilen auf Bender. Oh, wieder auf Jorginho Wijnaldum im Dribbling, fast vorbei an dem hier, aber diesmal bleibt er hängen. Monet Paquet gegen Bender, Seitenwechsel auf Brocki, Alaba stört, der Flügelflitzer, super gemacht. Das ist Davids, den Davids, Toni Kroos, Bender. Toller Pass jetzt hier auf Wolfswinkel, hat er schön gesehen, er steht frei. Aber sie müssen sich immer gegen 2-3 Mann durchsetzen. Wir rücken ja auch nicht mit Sack und Pack hinterher. Müsste man vielleicht versuchen, noch mehr Jungs nach vorne zu ziehen. Kroos, Toni Kroos, wieder in die Zentrale, wieder zu Ricky van Wolfswinkel. Kommt nicht ran, schade. Rodriguez. Das ist Toni jetzt. Toni Kroos sieht da vielleicht was in der Mitte, ob da Platz ist. Legt nochmal rüber auf Rodriguez. Rodriguez im kleinen Sprint. Gegen Schandler, toll gemacht auf Alaba, kein Abseits. Alaba, da unten ist der Wijnaldum gewesen. Beinahe hätte nur den Kopf hinhalten müssen, aber das ist nicht seine Stärke. Kopfbälle kann er nicht so gut, er braucht den Ball am Fuß. Da ist er dann einer der ganz, ganz starken Europa. Da ist er absolute Weltklasse. Arnautovic. Reicht nicht. Stimmung ist super hier in der Allianz Arena. Ausnahmsweise freuen sich die Zuschauer zum Start der Saison und sind nicht ganz so sicher. Man ist sich selten sicher, wie startet man rein, wie kommt man rein. Wir führen bisher nur mit 1:0. Ja, wieder Hand, wieder gut verteidigt. Bundesliga ist eine andere Hausnummer wie Supercup. Genauso wie eine andere Hausnummer wie der Pokal. Hier sind viele Mannschaften auf Augenhöhe. Obwohl man jetzt vielleicht sagen dürfte, Bremen hat da irgendwo den Anschluss verloren. Jahrelang waren sie ganz, ganz gut und dann kam der große Einbruch. Wolfswinkel. Ricky van Wolfswinkel. Ah, richtig stark. 2:0.
Er nahm die Hoffnung vom Bremen. Darauf haben wir doch gewartet, dass Ricky trifft und wir unsere schöne holländische Hymne hören, unsere Partyhymne. Wir bewegen uns ja schon wieder mit großen Schritten Richtung Fasching. Es ist ja unglaublich, wie die Zeit vergeht hier in diesem Let's Play. Allgemein, wie die Zeit hier auf dem Kanal vergeht, das ist Wahnsinn. Das darf ich mal so ein bisschen einwerfen, bevor die Halbzeit losgeht. Es ist einfach unglaublich, was alles in diesem Jahr schon passiert ist, was wir alles gemacht haben und was wir alles gespielt haben vor allem. Das ist überragend. Richtig, richtig geil. Macht richtig viel Spaß. Immer noch. Glaubt man kaum, aber es ist so. Monet Paquet, Gilea hätte den Ball rüber. Gillen. Okay, Einwurf für die Bremer jetzt. Für die grünen Norddeutschen. Halbzeitpause. Wir führen 2:0. Da können wir ganz souverän reingehen. Ich denke mal, da brauchen wir uns jetzt auch nicht groß verstellen. Da könnten wir vielleicht sogar den ein oder anderen Ersatz, die eine oder andere Ersatzkraft noch reinbringen. Ich hätte ganz gerne für einen Alaba heute mal Murk drin mit seinem Debüt. Muss ja irgendwann passieren, ne? Warum denn nicht heute? Zuletzt hat mir auch sehr, sehr gut Huismans gefallen im Pokal. Das fand ich richtig stark. Rodriguez ist nicht ganz fit, aber unser Ersatz für ihn, unser Engländer, jetzt auf der Tribüne. Von daher kann ich da nicht einwechseln, leider. Wijnaldum war auch bis jetzt richtig stark. Würde ich noch nicht so früh auswechseln. Niang hätte ich auch ganz gerne noch drin. Also Huismans und Niang, ich glaube, die werden heute die Möglichkeit haben zu spielen. Momentan ist halt Müller nicht ganz so in Topform. Dafür Niang schon. Und ja, Huismans kann man auch ruhig mal reinwerfen, um zu gucken, wie es läuft. Okay, Spielergespräche führen wir auch. Wir können ja hier mal so ein bisschen motivieren, jetzt die noch drin sind. Ah, den können wir ja mal loben, mal wieder, ne? Ah, geht nach unten. Oh, lassen Sie es gut sein. Oh, sind wir ein bisschen sauer? Sind wir ein bisschen angepisst, hä? Du Arschkrampe. So. Wir motivieren dann noch hier die Defensive. Es wäre ja schön. Es wäre ja schön, wenn wir wieder zu Null spielen würden. Das wäre richtig, gerade, das war richtig geil. Von daher, da möchte ich ganz eng aufbauen. Das hat mir im letzten Saison, hat mir das nicht so gefallen. Da haben wir immer mal ein Ding reingekriegt. Bis jetzt sieht es ganz gut aus. Zwei Pflichtspiele haben wir gemacht. Beide waren zu Null. Jetzt geht es darum, das mal zu bestätigen, ne? Okay, also komm, los geht's, Kids. Auf geht's. Lassen wir es krachen. Einer kommt rein, und zwar Thomas Murk mit seinem Debüt im roten Trikot hier in der Allianz Arena für David Alaba. Freue mich drauf. So, da haben wir wieder Monet Paquet. Der geht wieder nach vorne. Da gucken wir mal. Kann er abwehren? Nein! Oh, da ist es! Und ich habe schon prophezeit. Abdelau mit dem Anschlusstreffer. Direkt nach Wiederanpfiff. Wo war der Fehler? Ja, da haben sie ihn eingelassen. Da war er nicht gut gestanden. Da war er nicht gut gestanden. Ach, ist das ärgerlich. Da ist das Gegentor. In der Bundesliga fällt's. Und dann das gleich am ersten Spieltag. Bender. Groß. Jetzt mal auf Murk. Groß, Toni Kroos, Jorginho Wijnaldum. Toller Pass auf Ricky van Wolfswinkel. 3:1, richtig stark. Das war überragend, das war vom Allerfeinsten, das haben wir gesehen. Das war richtig bombastisch. Überragender Pass von Jorginho Wijnaldum auf Ricky van Wolfswinkel, der jetzt hier zum Doppelpack einnetzt. Jetzt müssen wir nur schauen, dass die Defensive hält. Das würde ich mir so gerne wünschen, dass sie noch ein bisschen fitter werden vor allem, weil wir können noch nicht so ganz so rotieren, wie ich mir das wünschen würde. So, Ricky, 4:1, liebe Leute, hat der Bock die Saison. Der hat richtig Bock die Saison. Also der hat ja richtig Bock. Unglaublich. Der hat jetzt seinen Hattrick schon vollständig, oder? War der den 3-3 Dinger gemacht jetzt? Ajo. Oh, bombastisch. Ricky van Wolfswinkel. Da ist Toni Kroos. Jetzt können wir ein bisschen einwechseln. Also das müssen wir auch tun dann. Wenn es dann schon so läuft. Ah, Wijnaldum überragend. Jetzt gucken wir mal hinten in der Innenverteidigung. Leider keinen. Wie sieht es mit Gillen aus? Okay, durchwachsen. Rodriguez können wir nicht rausnehmen. Bringen wir für Toni. Ja, komm. Dann lassen wir mal Toni. Schonen wir ein bisschen Toni. Und dann bringen wir... Oh, Niang will ich jetzt nicht bringen, wenn die so gut spielen, ne? Das ist Blödsinn. Wir bringen Martinez. Und schon ein bisschen Bender. Eine 1,5, alles in Ordnung. So, los geht's. Warum ist Bender... War Bender unser Kapitän eben? Müssen wir noch einstellen, dass das nicht mehr ändert, ne?
So, hey. Spitzenreiter, hey. Toni Kroos, Tim Davids. Wieder langer Ball auf Ricky van Boeswinkel. Nein, kommt nicht an, schade. Arnautovic. Ja, Vorsicht, Rodriguez wieder zurück. Und Chandler. Brocci, da haben wir Abdelau, Arnautovic, Rodriguez. Und guter Kopfball von Kirchhoff. Gillen kann nicht stören. Monet Paket, auch super gemacht von Gillen. Ganz, ganz stark die Balleroberung jetzt. Bombe. Aber wie schnell das ging, da war noch der Anschlusstreffer da und dann eben mal ratzfatz, Sibili Batz war der Ball zweimal im Netz und dann hat es schon gepasst. Also überragend. Der absolute Matchwinner heute, ganz klar, Ricky van Boeswinkel. Aber auch der Pass von Wijnaldum war richtig bombenstark zum 3:1. Wieder Gillen, wieder toll erobert den Ball. Das ist wieder Ricky. Ja gut, da kann er nicht durch, klar. Das ist Ricky. Ricky nochmal rübergelegt auf Murk. Murk jetzt mit der Möglichkeit, geht auf links, er legt zurück auf Ricky, der den Ball reinkullern lässt fast. Oh, hat da nicht viel gefehlt. Ist der heute geil? Hat der heute Bock? Da klappt dann alles, wenn du 4:1 führst zu Hause. Überragend. So, es gibt sogar noch Eckball für uns. Robbe Huismann kommt rein für Toni Kroos. Hab ich nicht Javi Martinez einwechseln wollen für Bender? Träume ich jetzt? Naja, habe ich geträumt. Okay. Ball kommt, Rodriguez. Oh, vorbeigefaustet, Miliz. Mensch, Arnautovic jetzt mit dem Konter. Aber unsere Jungs haben sich schon gleich wieder hinten postiert. Und da sind sie auch schon. Abdelau aber nochmal im Doppelpass mit Arnautovic. Und Tim Davids hier. Ganz stark. Der 18-Jährige mit der Balleroberung gegen den erfahrenen Bundesliga-Profi Abdelau. Richtig stark. Wijnaldum. Jorginho Wijnaldum. Im Dribbling gegen Hand. Aber man verliert den Ball. Schade. Monet Paquet. Huismans. Robbe Huismans vor Arnautovic und Rodriguez ebenfalls. Da ist die rechte Seite offen. Vorsicht, Lichnowsky. Toll gestört. Sie haben auch keinen Zugriff mehr jetzt auf unsere Defensive. Richtig stark. 78. Es gibt nochmal Freistoß jetzt hier. Mal gucken, für wen. Wer kriegt die gelbe? Wer ist jetzt hier in der Opferrolle? Es sind die Bremer. Philipp Bargfrede. Der kam doch gerade erst eben rein, oder? Überragend. Nächste Möglichkeit hier schon mal gleich für uns. Das Spiel zu eröffnen, wieder in Ballbesitz zu gehen. Niklas Füllkrug kommt jetzt hier rein für Abdelau. Das ist Murk. Murk, nochmal rübergelegt auf Huismans. Huismans, tolles Dribbling von Huismans. Das ist Ricky van Boeswinkel mit dem vierten. Ja, mit dem vierten gegen Miliz. 5:1 mit einem Viererpack. Wir hoffen ja so ein bisschen, der eine oder andere Kritiker wird ja da sein, wir hoffen ja ein wenig, dass er nicht einbricht zur Saisonhalbzeit, ne, wenn es dann in die Rückrunde geht. So ging es uns dann letztes Jahr auch, eine überragende Hinrunde gespielt, Ricky van Boeswinkel und dann ein bisschen eingebrochen in der Rückrunde. Da konnte er nicht mehr da anknüpfen, wo er aufgehört hatte. Aber das sieht ja richtig stark aus hier heute. Also es war ja richtig bombastisch wieder rausgespielt. Überragend von unseren Jungs, überragend, Huismans. Das ist Ricky rüber auf Huismans. Da haben wir Rodriguez. Huismans, wieder Rodriguez. Machen sie ruhig jetzt. Bisschen Zeit schinden, aber der Pass jetzt diesmal von Robbe. War nicht so pralle. Und erstmal die Bremer wieder mit einer Möglichkeit. Monet Paquet. Hinten stehen sie schon wieder alle aufgereiht. Gucken ordentlich. Kirchhoff. Huismans. Rüber auf Davids. Der kennt sich aus. Der hat schon ein paar Bundesliga-Partien gespielt. Und die Fans sind laut und stimmungsvoll. Das ist geil. Huismans wieder. Gucken wir mal. Ricky hebt schon wieder die Hand, der will schon wieder den Ball. Oh, Huismans geht gut vorbei, aber dann doch gestoppt von... Wer war es denn? Ich habe nicht gesehen. Ich glaube, Ignowski war es wieder. Murk jetzt hier. Oh, Ricky steht schon wieder frei, wenn er in den Lauf reinspielt, aber ein bisschen zu schwach. 5:1 gewinnen wir zu Hause gegen den Werder Bremen. Ich denke mal, da ist alles gesagt. Eine Mannschaft kam hier unter die Räder. Wenn wir immer so spielen, hier zu Hause, wird das richtig geil. Das sollte auch, sag ich mal, der Anspruch sein, dass wir zu Hause gewinnen. Das ist Pflichtprogramm. Und dann gehen wir mal einen Schritt weiter und gucken mal, wie die nächsten Partien aussehen und wie unsere Gegner gespielt haben. Bis gleich im Nachbericht.